Du, Steffi, sag mal, wie funktioniert das eigentlich in Asterix und Obelix mit dem Zaubertrank? Das kann man doch garantiert mit moderner Physik erklären. Also irgendwas mit Supersymmetrie, dunkler Materie und Einstein-Rosenbrücken. Erzähl doch mal. Ah, keine Ahnung, Mann. So was hatten wir noch nicht. Ach, schade. Du, Steffi, Ja. sag mal, was essen wir eigentlich heute Abend? Also ich hätte ja Lust auf Kürbissuppe. Weißt du, das Geheimnis an Boah, Suppe ist Martin, ja... kannst du bitte mal die Klappe halten? Ich muss hier wirklich arbeiten. Und was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Liest da irgend so einen doofen Asterix-Comic? Hallo, ich recherchiere für meine Hausarbeit über den Bello Gallico. Wie soll man denn bei der Atmosphäre arbeiten? Steffi hat ja so viel zu tun und das schon im ersten Semester. Sie ist total gestresst und unausgeglichen. Ich finde, sie sollte lieber Germanistik oder irgendwas mit Medien studieren. Da hat man viel mehr Zeit. Oder könnte man vielleicht... Ich habe eine Idee. Ich glaube, es gibt jemanden, der dir helfen könnte. Hier muss doch irgendwo vielleicht eine Nummer stehen. Ah. 50 Cent aus dem deutschen Mobilfunknetz? Naja, irgendwie muss er die Geschenke ja bezahlen. Weihnachtsmann und Co. KG, was kann ich für dich tun? Hallo lieber Weihnachtsmann, hier ist der Martin. Das weiß ich doch. Der Mitbewohner von Steffi aus dem Erstsemester Physik. Tatsächlich genau der, ja. Du machst doch deine Masterarbeit in der Theorie bei diesem gut aussehenden Professor. Ich glaube, du verwechselst mich da mit jemandem. Pass auf, die Steffi hat in ihrem ersten Semester Physik so viel zu tun. Sie hat überhaupt gar keine Zeit mehr für Weihnachten. Kannst du da vielleicht irgendwie helfen? Keine Zeit mehr für Weihnachten? Oh, das ist aber ein echter Notfall. Da muss ich mich selber drum kümmern. Oh, das ging ja schnell. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Ja, die Steffi hat wirklich nur noch ihr Studium im Kopf. Vor allem Experimentalphysik bereitet ihr einige Sorgen. Experimentalphysik? Das Fach ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. War ich früher auch nicht so gut drin. Aber durchfallen möchte man nicht. Ich wette, die Klausur wird richtig gemein. Vielleicht solltest du dem Professor Desch mal einen Besuch abstatten. Ach, der Klaus, den kenne ich schon seitdem er so kleiner Bub war. Da lässt sich bestimmt was machen. Danke. Oh, hallo Chef. Was für ein Missgeschick. Die Kamera ist kaputt gegangen. Ach egal, kannst du bestimmt bei der Versicherung einreichen. Frag mal im Sekretariat. Und jetzt lass mich mal durch, der Chef muss weg. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Lärm hier? Oh, ein neuer Wichtel. Ja, Steffi, ich hatte keine Ahnung, ob du Zeit für das Türchen hast und der Wichtel kam so plötzlich rausgestolpert. Hallo, liebe Follower, und herzlich willkommen bei Judis Physics Fun. Heute mit einem ganz exklusiven Vlog, denn ich bin hier live in Steffis Adventskalender. Hallo Leute, winkt doch mal in die Kamera. Heute zeige ich euch einen ganz weihnachtlichen Lifehack. Ich zeige euch nämlich, wie man mit Hilfe einer Mikrowelle eine Kerze anzünden kann. Klingt doch cool, oder? Allerdings müssen wir die Kerze noch etwas präparieren. Dazu brauchen wir Alufolie, Tesafilm und natürlich eine Kerze.
noch eine Mikrowelle. Ja, weißt du, wir haben neulich hier in der WG Popcorn gemacht. Da haben wir die noch benutzt. Und wo ist die dann abgeblieben? Oh, warte. Ich glaube, das haben wir alles unter den Teppich gekehrt. Und ab in die Mikrowelle. Und voilà. Und jetzt noch die Alufolie entfernen. Und das Federfilm. Und dann auf den Adventskranz stellen. War das nicht cool? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Ja, das war wirklich cool. Hä, aber wie genau hat das denn jetzt eigentlich funktioniert? Also, um das zu checken, habt ihr ja Jules Physics Fun. Die elektromagnetischen Wellen in der Mikrowelle sorgen dafür, dass zwischen den beiden Drähten aus Alufolie ein Strom fließt. Dieser Strom ist stark genug, um den Docht anzuzünden. Also dann, liebe Follower, das war's für heute. Tschüssi!